Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video bei euren Gift Games mit dem lieben Rican. Hallo. Das Event von gestern geht's jetzt weiter, denn es fehlen uns drei Kopien der was weiß ich. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Ciao. So Leute, da sind wir auf dem Schiff. So, hast du mir schon die Erlaubnis schon gegeben? Bravo? Ja, hab ich. So. Meine Herren. So. Unsere Abteilung hat jetzt was herausgefunden. Und zwar waren sie alle dazu ja mitbeteiligt gewesen von den Mandalorianern ja die Daten wieder zu beschaffen, die ja gestohlen worden sind. War nicht Commander Cody? Was? Die waren doch gestern mit beteiligt, Daten wieder zu beschaffen, oder nicht? Teilweise. Und die wurden ja kopiert, oder nicht? Ja. Ja, und meine Leute haben herausgefunden, wo schon mal ein Teil der Daten sind. Ein Teil der Daten, wie wir geortet haben, ist gerade auf Nashadar. Kann sein, dass da vielleicht irgendwie Mandalorianer sind, die das verhindern wollen, dass ihr die Daten wieder beschafft. Bis sie jetzt erstmal nach Nashadar reisen und dann ja die Daten wieder beschaffen. Hat noch irgendjemand Frage? Ja. Aber Arno. Ja, und zwar habe ich noch einige Informationen über den Mandalorianer. Warte noch, bis ich komme. Muss noch was sagen. Was für eine Frage? Über den Mandalorianer? Oder wollen wir sagen? Ich habe da noch einige. Ja. Ich habe da noch einige Informationen über den, ob der im Einsatz sammelt, ob sie die haben wollen. Ja, können Sie meinetwegen sagen. Ja, um dann fällt das sind zu viel. Okay, dann senden Sie mir die mal, wenn es geht. Also ob Sie Ihr Datenpad überhaupt mit dabei haben. Ja, hab ich. Das finde ich jetzt richtig gemein. Ja. Er wollte mir die Daten nicht geben. Nicht geben. Weil ich ihm noch nicht vertraue. Ja, verdient. Ja, genau, weil er ihnen noch nicht vertraut. Ja, kann ich auch verstehen. Ja, also kann ich ja auch verstehen, also. Bitte. Danke. Bei seiner Ausbildung Commander Cody in Luft aufgelöst. Und gestört hast du auch vor, weil er nicht angespuckt hat, wolle Jonas. So. Also, meine Herren, der Admiral hat. Der Vizeadmiral hat wieder das Wort. Okay, hört gut zu. Wenn wir aus dem Hyperraum rauskommen, alle zum LRT. Ihr bereitet euch jetzt vor, wir wissen nicht, was die Gegner auf uns für uns vorbereitet haben. Holt euch Munition, aber die Gegner auch so geil sind. Was? Und auch alles gut vorbereiten. Ja, wenn wir aus dem Hyperraum rauskommen, alle zum LRT. Verstanden. So, ich mache auch mein LRT bereit. Ich werde mein Privatschiff dann nehmen, mit dem ich auch hierher gekommen bin. Also. Sie kümmern sich hier um alles? 212. Ja. Sehr gut. So, Leute. Ich denke mal, ihr habt den Admiral gehört. Wir fliegen jetzt gleich los. Ja, moin. Habe ich jetzt mal Leaks gesehen? Mein lieber Supporter, wie auch immer. Ja, ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir auf dem Planeten sind, vor diesem geilen Schiff hier. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder bei einer neuen Aufnahme. Nee, wir sind jetzt auf dem Planeten. Scheiße. Ja, was machen wir jetzt überhaupt auf dem Planeten? Kannst du uns das mal erklären, Jonas?
Ja, wir machen das einfach das, was André sagt, ja. Ich habe jetzt hier was gepermaproppt. Mando versus. Mando. Ja, aber lass. Du musst es aber mit den Dingern hier an der Seite, ne? Öffnen. Warte, warum machen wir das nicht einfach. Warte, ich habe eine viel bessere Idee. Warte mal, ich habe eine viel bessere Idee. Hast du das ja auch schon gepermt, Rob? Das ja, ja, ist schon gepermt, Rob, aber ich kann es wieder auch wegmachen. Nein, mach einfach nur dieses Gitter hier weg. Was du denn gemacht hast. Eine viel bessere Idee. So, machen wir jetzt hier einfach ganz schnell. Keycard. Keycard, wo habe ich hier? Da. Team, sagen wir einfach mal, nur die Mandalorianer dürfen hier rein. Ja, aber Permaprop das dann auch, ne? Miro, Tu, mach mal die Tümer runter. Mach mal die Tümer runter. Achso, nee, scheiße, das war ja, Link to Map. Miro, Tu, okay, So, was suchen wir jetzt richtig? Ich weiß nicht. Ihr sucht jetzt irgendwie nach einem bestimmten Mandalorianer. Das Ding ist aber, Bravo. Ja. Ihr müsst irgendwie Jack entkommen lassen. Das waren die letzten drei Standorte auch noch raus, weil das soll jetzt irgendwie so ein geiles Event werden und so weiter. Das heißt, ich muss es irgendwie schaffen, dass ich hier entkomme. Ohne dass ihr mich hier irgendwie. Tag. Ah, und TP mal Wolfi weg. So, ja, Echo, du zu, Bravo, du hier noch nicht hier bist. So. Oh, zu wächst einfach. Sehr gut. So, welchen Skin hast du denn? Du musst auch da schwimmen bleiben, ey. Okay, ich setze hier mal ein paar Mandalorianer hin. Okay, soll ich Feind? Mach einfach No-Type, mach, drück einfach Linksklick und dann NCP No-Target. Gibt ja auch mal No-Target. Ich. Hast du? Gut. Okay, dann bist du jetzt derjenige, weil mich kennen die ja. Kennen die nicht. Also dich kennen die ja nicht, aber mich kennen die ja noch. Jemand Sneaky Jetpack. Warte. Und der hier eins. Was? Achso, vor dir. Du hast mir. Hä? Achso, da. Nee, warte. Ich nehme lieber mein eigenes. Dass das irgendwie plötzlich weg ist. Wer braucht Munition? Dann kommt mal mit. Ja, ja, und eine Waffe bleibt. Frag schon nach Munition. Ich glaube, es ist nämlich relativ gut gegen Klone. Ja. So. So, wir geben jetzt die Informationen weiter. Ein paar Mandalorianer hier, ein paar Leute hier umbringen wollen. Ich habe mitbekommen, dass euch ein paar Mandalorianer umbringen wollen. André, wo soll ich sagen Standort? Wo, welchen der Standort? In der Basis der Mandalorianer. Warte mal kurz. Also, du meinst, wo die Mandalorianer sind, die euch umbringen wollen? Eigentlich hauptsächlich in der ganzen Stadt, weil die. Die sind in der ganzen Stadt. Weil die hauptsächlich interessiert sind an die Daten. Die sind an die Daten interessiert. Aber ich denke mal, wir sollten das lieber nicht in der Basis der Mandalorianer machen. Das mit dem Treffen meine ich jetzt. Verstanden? Treffen uns jetzt bei den Mandos oder wie? Wir machen das jetzt nicht beim Treffen von den Mandalorianern, also die Basis, sondern wir machen das jetzt irgendwo anders. Verfolgen dich nicht, oder? Denkst du, ich bin so dumm? Ja, Jack. Schon. Ich bin weggeflogen. Okay, komm einfach hier hin. Nein, warte mal. Okay, wir rennen jetzt hier.
Brauchst du dir jetzt die Sniper jetzt geben? Warten Sie, ich gebe Ihnen jetzt hier nicht diese Daten. Wir gehen jetzt irgendwo anders hin, das ist sehr hauptsächlich dafür genau. Was auf die Dächer verstecken. Und dann die weg. Wir werden irgendwo anders hingehen, kommen Sie mit. Irgendwann. Dass wir uns jetzt noch in der Stadt aufhalten. Ich würde sagen, hier können wir so Kloner trinken. Soll ich einfach mal Klone hinpacken? Nein, nicht jetzt. Wir nehmen echten, den wir trinken. Ja, dann musst du den dann schnappen. Okay, dir vertrauen die auch jetzt erstmal, oder? André, wo bleibst du? Die meisten wissen schon wieder nichts, was los ist. Du darfst es nicht. Du darfst nicht wissen, was wir machen. Ihr müsst doch nur eine von den Dateien finden. Die ich dann rein, zufällig dann niemand. Ja, Jonas gesagt, dass Mandalorianer vorbeikommt und sagt, Inga, wer will uns. Ja, weil. Ich war schon da. Weil. Konja nichts, weiß ihm. Weil das Ding ist, alle wollen die Daten haben. Die ich habe. Und da alle die Daten haben wollen. Wollen die auch verhindern, dass ich erschossen werde oder so. Oder gefangen genommen werde. Okay, ich sag das dann mal. Aber die wissen das. Aber die wissen das. Geilere Mendoza. Ja, die wissen das, aber nicht, dass die nur deshalb auf euch schießen. Ihr müsst dann einfach nur denken, das sind einfach nur welche. Was denn das? Ihr müsst dann nur einfach denken, das sind irgendwelche Kriegsverbrecher, die einfach nur auf euch schießen wollen. Fertig. Okay, kommen Sie mit, wir gehen schon mal los und treffen. Nee, wir gehen jetzt auf irgendein Dach, ey, einfach. So, und weiter geht's. So, da sind wir wieder. Nach dem Ende, nachdem wir jetzt alles vorbereitet haben. So. Schauen wir einfach auf. André, ich komme jetzt mit denen. Nur die CTs oder die Höhe? Also du gehst mit allen zur falschen Position hin, dort wo wir die CTs. Die Basis. Und die CTs sind jetzt unter meinem Kommando. Ja, also du nimmst nur ein CT mit. Dann. Oder können wir alle? Heißt, Rex kommt mit. Okay, dann nur Rex. CT-Kolonne hinter mir. Okay, dann nimmst du nur Rex mit. Dann einfach fertig. Oder kann auch nur Rex mit oder so? Weil ich denke mir, das reicht. Und die anderen gehen dann einfach zum Mando-Base, dann dort ist dann anscheinend ja. Junge. Bei einer 12. kommt, aufpassen. Ein 212. Soldat kommt mit. Nehmt einfach die zwei CTs mit, die vordersten. Nehmt aber die zwei CTs vorderen mit. Also es kommen 5 Leute. Scheiße. Aber nicht so viele mitkommen, weil das ist schon so strenges Geheimnis. Also nur 3. Lol. Okay, wir sind einfach gleich, wenn der Video da ist. So, Leute. Der gute Mandalorianer, mit dem ich gleich. Nur die 2 Commanders kommen. Nur die 2 Commanders kommen. Gut, nur die 2 Commanders kommen. Das ist sehr gut. Du musst mir noch Handschellen geben und dir auch, damit wir die festnehmen können. Ja, wir brauchen beide Handschellen. Na, warte mal. Aufpassen, zurück! Zurück! Lol, leckt es. Hä, was ist jetzt? Leckt es. Leck. Warum leckt? Hä, lol! Es hat geleckt, Leute! Aufpassen, ja, das sind feindliche. Ich geh mal kurz gucken. Ich hab die 212. losgeschickt, die machen. Einfach exekutieren, ich helfe ihnen. So, Rücken, Suppenbasis, okay? Das ist offenbar. Also die Suppenbasis meinst du? Wo bist du jetzt? Bei Mando-Basis oder Suppenbasis? Suppenbasis. Komm, mitkommen. Alles klar. Wie einfach unsere Verbündete erschossen werden.
Aber hier die Leute, die dann hier in den Raum sind, in den großen Raum. Die Mandalorianer, die erschießt ihr nicht, verstanden? Also theoretisch, wenn du gleich dann hier drin bist. Nicht erschießen, also, nicht die erschießen. Also wenn du gleich hier drin bist, also gleich hier durch diese Tür da hinten durchgehst, dann sagst du einfach, dass die vorgehen sollen. Komm vor, rückt vor, umbringen. Also wenn du gleich da durch die Tür gehst, dann sagst du einfach, die sollen am vorgehen. Und dann holst du einfach deine Waffe raus. Warte, ich hab schon eine Waffe draußen. Komm gleich zur Suppenbasis. Leise sein. Verstanden? Was? Verstanden? Leise sein. Nee, ich rede gerade mit einem NPC. Sag mal einfach Bescheid, wenn er da kommt. Du bist hier hoch. Hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Aus einer Treppe. Ach so, da ist eine Treppe. Aber ich habe die hier unten reingelockt. Warte. Scheiße. Deshalb ist der Weg falsch gewesen. Okay, nochmal. Okay, jetzt kommt ein freundlicher Typ an und sagt, ja, hier, ich bin hier, um euch zu retten. Wo bist du? Ich bin wieder oben. Wie gesagt, ich... Okay, machen wir jetzt einfach hier den Deal fertig. Komm jetzt einfach, machen jetzt einfach den Deal fertig, ey. Jetzt einfach zu denen hin und bieten die Daten an. Du hast die Daten noch nicht. Stimmt, muss mir geben. Und so. So, mein sehr geehrter hier. Ich habe gehört, sie haben Interesse an ein paar Daten. Richtig. So, ich habe ihnen jetzt die Bank-ID gegeben. Da werden sie jetzt 1 Million Credits drauf überweisen. Und versuchen sie nicht, diese Bank-ID zu finden oder zu orten, zu wem das gehört. Das hä, was? Ich habe doch. Ja, aber versuchen. Ich habe keine Millionen. Doch, haben sie. Ich kenne ihre Kontoauszüge. Sie haben eine. Hab sie nicht. Dann geben sie mir einfach die Hälfte von dem, was sie drauf haben. Ach man, kann sie auch hier geben, ich hab's dabei. Ach so, dann geben sie es mir. Mit schlecht Act. Schlecht Act. Ich hoffe es. Schlecht Act. Nicht schlecht, nicht und Aktion. Nochmal. Schlecht Act. Wie geil. Mit C. Das zählt jetzt. Na okay. Warte kurz. Okay, da sind ein paar hübsche Daten. Du weißt schon, dass du das auch, glaube ich, mit Gravity Gun auch erheben kannst. Du musst dich verstecken. Funk dann jetzt einfach die... Funkt dann einfach. Warte kurz. Funkt dann jetzt einfach dann die Republik dann einfach an, dass du dann ein paar Daten hast. Geh da hin und sag, dass ich die Daten gekauft habe. Sind aber in der Stadt irgendwelche. Was? Aber lock die Leute da weg. Lock die Leute da weg. Sonst kann ich hier nicht. Ich hab Daten. Hab grad gekauft.
Hallo. Guten Tag. Schönen guten Tag. Wir kommen in friedlicher. Okay. Sie, ja. Ich hab's aber ganz ehrlich, bitte? Kurz. Ich muss kurz was nachschauen. Mir sind ein paar Ohren zu. Mir wurde gesagt, dass ein paar Mandalorianer hier verrückt spielen. Ich hab 100.000 gekauft. Credits. Fangen Sie dann genaueres kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich selber nichts hier war. Wem? Ja. Also schau jetzt mal nach, was diese Mandalorianer haben. Bis später, vielleicht. Ja, geh. Kann ich wohl weiterverkaufen damit. Weiter. Oder bis auf die. Oder wir sehen uns einfach auf den nächsten Planeten. Alle republikanischen Daten. Wie geil, die bist du! Ja. Was geht denn mir gerade ab? Also was passiert denn hier? Lassen Sie mich mal durch, ey. Mein Gott. Die lassen mich auch mal durch. Ich hocke es eigentlich. Beispiel der Commander Cody. Steht da drin, der ist gerade als Bataillonskommandant. Wie geil, ich tue immer was und du wirst dann bestraft. Wie geil. Hä, wer hat geschrieben, Rechte Abuse? Hab ich nicht. Ja, wer hat das? Ich hab den hochgenommen, weil er mich angegriffen hat. Und? Warum gibst du dir Leben? Ja, weil er mich angeschossen hat ohne. Wow, Ben schreibt mich gerade an, mit, was ist gerade auf dem Server los? Bravo, du bist gerade in der Basis, oder? Wie richtet es ein? Nur als OOC bist du gerade unterwegs, oder? So, nee, ich fliege mit alle ein. Wieso? Ja, du bist gerade nur als OOC unterwegs, oder? Also, ja, ich richte halt ein bisschen ein. Gut, weil und, ich gib denen über Funk halt Anweisungen. Weil ich muss kurz hier durch. Nee, ganz in der Station. Act. Startet sein Schiff, was in der Basis ist. Macht sein. Nee, warte mal. Macht sein. Schiff. Start. Bereit. Was in der Welt ist. Verschenkt. Öffnet. Das. Hangar. Was denn? Macht. Hallo, hier ist wieder Jack. Genau, BTM. Junge, schieß ja auch direkt mal auf einen ein. Ich wollte nur euch kurz sagen, dass ich die eine Datei schon weiterverkauft habe. Aus hier. Aber die anderen zwei Dateien, die habe ich noch bei mir. Die werde ich aber später weiterverkaufen, weil ich hier Nascha da gerade hier zu unsicher finde, jetzt wo ihr hier seid. Also, ich wünsche euch viel Glück. Und noch was, ich bin gerade in eure Basis und steige wieder in mein Schiff ein, was ich ja irgendwie hier gelandet habe. Wenn ihr mich noch schnappen wollt, kommt lieber ganz schnell in eure Basis. Kommen die jetzt hier? Kommen die jetzt hier? Kommen die jetzt hier? Warte, ich muss nur wissen, wann die hier. Ich muss nur wissen, wann die hier jetzt hier die Fahrstelle fahren. Oder betätigen.
Weißt du was? Was? Aus Spaß setze ich jetzt hier mal kurz eine Bombe hier hin. Ups, da. So. So, aus Spaß setze ich da jetzt mal zwei Bomben dahin für Sicherheit. So, aus Spaß. Mein Gott, ey, da soll. Einfach jetzt nichts machen, ey. Einfach jetzt kein Pferd mehr machen. Wie sind wir gerade überhaupt? Status. 16 User, ey, sind wir. Rekord, ey. Bravo. Kommt jetzt überhaupt jemand? Tor kommt das? Kommt jetzt überhaupt jemand? Es kommt ja überhaupt keiner. Nach noch immer noch keiner hier bei eurer Basis. Ich finde das echt schön, wie ich hier einfach hier die Sicherheitscodes umgehen konnte von eurer Basis hier. Naja, ich starte gleich mit meinem Schiff und dann bin ich jetzt einfach wieder hier weg. Ach, und die anderen Mandalorianers, die noch hier sind. Ja, die würden euch lieber erschießen, aber nachdem ich weg bin, folgen die mir natürlich auch irgendwie, weil die natürlich nur an die Daten interessiert sind. Als ob noch keiner hier ist. Warum ist noch keiner hier? Bravo! Dann funkt ihr einfach an, dass dann funkt einfach an, dass hier irgendwelche feindlichen Personen hier in der Basis drin sind. Verstanden? Oh mein Gott, ey. Ich geb dir doch jetzt schon die ganze Zeit Tipps und so weiter, oder nicht? Ich verbinde die nicht. Also ich geb doch den Leuten schon hier ein paar Tipps, oder nicht? Hier gibt's einen Report, mir egal. Hä, was ist da los, ey? Sind wir wieder. Gleichen Stelle. So, ja. Leute. Machen wir das jetzt mal so. Schauen wir jetzt mal nach, wo die alle sind. Ich habe auch nicht. Act. Startet. Sein. Schiff. So, dann hauen wir jetzt hier mal ganz schnell ab. So Leute, das war's mit dem Video, mit ein paar, ja, mit ein paar Fehler und so weiter und so weiter und so fort, ja. Wir sehen uns zum nächsten Video, Borgen Gift Games, ciao.